Lampukistan Gaming ist hier. Wir widmen uns der Aktualität des Tages. The Witcher 3 Wild Hunt, das Gratis-Upgrade für die PlayStation 5. An alle, die das Spiel für die PS4 schon haben, bekommen das Ding hier gratis. Könnt ihr einfach runterladen, braucht ihr halt die Disc oder eventuell die digitale Version. Ich habe die CD erstmal gesucht, habe sie gefunden. Hab meine Aufnahme schon gestartet, hab gemerkt, oh, Mikrofon gemutet, jetzt fangen wir nochmal an. So, wir werden ein neues Spiel auf jeden Fall starten und beginne ein neues Spiel von The Witcher 3 Wild Hunt mit allen installierten Erweiterungen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was hier alles installiert ist. Man kann das hier bei den Optionen nachschauen, installiert. Offensichtlich ist hier eine ganze Litanei an Dingern hier installiert. Sogar NG Plus und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die DLCs dabei sind. Wir starten auf jeden Fall mal das Basisspiel. Von vorne geht es los. Wir werden einfach die Geschichte erleben. Let's go. Tutorials machen wir nochmal. Ich habe sie gerade schon mal gemacht. Müsste jetzt drin sein. Spielstand aus The Witcher 2 simulieren wir nicht. Habe ich ja nicht das Spiel, ne? Weiß nicht, gab es das, glaube ich, nur für Xbox, meines Wissens nach. Let's go.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, willkommen beim Tutorial. Ja, das war ja ein krasser Einstieg. Auf jeden Fall 18 plus würde ich das mal nennen. Ja, da werden Körperteile abgetrennt, nackte Haut. Das ist The Witcher 3 offensichtlich. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, in dem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. So, Tutorial-Nachrichten kann man deaktivieren. Nee, wir wollen das ja haben, denn wir wollen ja wissen, was wir tun. Kermohen. Charaktereintrag hinzugefügt. Finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Wir gehen erstmal kurz gucken. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quests. Ja, wir müssen jetzt diesen Schlüssel finden. Es wurde ja einiges in der Grafik aufgebohrt, bisschen hier, ne? Bergpass ist schön wie eh und je. So, Sichtweite, ein paar Grafikdetails hinzugefügt. So, sieht doch schon mal ganz passabel aus. Gucken wir mal, wie sich's im Spiel entwickelt. Jetzt suchen wir erstmal diesen komischen Schlüssel. Okay, L2 gedrückt halten. Auffälliges Objekt, dann können wir hier interagieren. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Hier ist die Tür. Jo, verschlossen. Was haben wir hier? Buch. Ah ne, da ist ja der Schlüssel, okay. Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke X. Das kriegen wir hin. Okay. Aufgeschlossen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen.
Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Zirkus, Pirouette. Falsch, Beinarbeit. Genug, runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut, Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar machen wir das. Wir wollen ja das Tutorial spielen, ne? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Es ist mir gerade schon ein bisschen aufgefallen. Ab und zu muss ein bisschen die Grafiken nachladen im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Geralt, was ist denn? Komm schon. Ja, an dem Baum zum Beispiel sieht man das. Und ab und zu gibt es ein bisschen Lichtschwankungen im hinteren Bereich. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Hier links oben an der Ecke hat er auch immer ein bisschen ein Problem, wenn man... Ja, okay. Ups, oh, jetzt sind wir runtergefallen. Das ist natürlich unklug. Also, Wettrennen. Okay, mit Kreis klettern wir hier hoch. Sehr schön. Und mit... Ah, ne, mit X klettern wir hoch und mit Kreis überwinden wir hier diese... Okay. Ha? Mich empfindlich Steuerung. Was hab ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Vorsicht, wenn du aus großen Höhen fällst, kannst du dich verletzen oder sogar sterben. Ciri, lass den Quatsch. Das hier sollte alles noch nichts ausmachen. Würde ich jetzt mal behaupten. Wo müssen wir hin? Jetzt runter. Noch weiter runter, ha? Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Ich muss verlaufen. Original im Tutorial. Was geht ab? Ah, hier rüber. Okay. Drücke beim Rennen Kreis, um über Hindernisse zu springen. Erster! Na, 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 na. Okay, mit L3 sprinten wir, beziehungsweise wir rennen. Und dann können wir hier so... Ah, okay. Hm?
Kann man hier schon rein? Nee, das ist... Oh, guck mal, hier können wir schon abgeschlossen. Nee, wir wollen erstmal hier das Tutorial, ne? Wir... Ja, überspringen hier nichts. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? So, fangen wir lieber mit den Grundlagen an, denn wir wollen das Kampftutorial, wir wollen es ja lernen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Okay, Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, Knochen knacken der Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingen, Öle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Okay, wir haben also alles. Wir haben hier einen Schwerterkampf, Magie, gewisse Tränke, die wir einsetzen können. Okay. So. Drücke nach links, Steuerkreuz links, um das Schwert zu ziehen. Drücke R3, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. So, jetzt haben wir hier mal einen guten Wesemir ange... Eins, zwei, drei. Markiert hier schnelle Hiebe mit vier... Bam. Richtig zu. So, okay, drei starke Angriff. Zuschlagen, nie den Ellbogen. Nochmal. Junge Dame. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Zu einer Seite auszuweichen, wähle den linken Stick und eine Richtung aus und drücke dann Kreis. Ausweichen, okay. Nochmal rüber. Jawohl. Immer dreimal, ne? Ne, was wollen wir jetzt? Um einem Hieb auszuweichen, wähle mit dem linken Stick eine Richtung und drücke X. Bam. Okay, das müssen wir jetzt auch zweimal machen. Das verlangsamt offenbar immer kurz vor, bevor er zuschlägt, wenn wir den richtigen Moment. Ich glaube, zu dem Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Los! Er redet noch. Okay, vielleicht ist es auch wegen dem Tutorial gerade verlangsamt. So, halte L2 gedrückt, um Angriffe zu parieren. Wir halten das mal hier so gedrückt. Was soll ich denn parieren? Ich
Aber können wir das dauerhaft parieren? Oder haben wir so eine jetzt, überlebe später. Art Ausdaueranzeige, dass es nicht unendlich geht? Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners L2 um einen Gegenangriff. Also wir parieren quasi. Opa, okay. Einmal. Er greift halt natürlich sehr langsam an, ne? Das ist ja in der echten Welt nicht so später, nehme ich mal an. So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Drücke L1, um den Schnellzugriff zu öffnen. Das Gewen-Zeichen wählen wir aus. Schutzschild. Zack, gewirkt. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Das Quen-Zeichen schützt dich vor Schaden und bestimmten kritischen Effekten. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Okay, das ist dieses Zeichen, sehen wir dann immer. Warum läuft da eine Zeit runter? Kann man das immer nur eine bestimmte Zeit nutzen? Nee, links oben haben wir diesen gelben Balken, der bewirkt offenbar, dass wir dieses. Jetzt lädt das wieder auf, okay. Mhm. Also kleine Abklingzeit. Oh, halt, stopp, wir hätten vielleicht. Na los! So, wirke das Arp-Zeichen. Halt! Lass mich wirken. Er hat uns Lebensenergie genommen, der Hund. Alles und jeden aus der Zeit für Axi. Da flucht, ich hasse dieses Gefühl. Los! Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Verwirren. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Das Irdenzeichen. Was kann das? Gar nichts macht es. Ah doch, wir müssen direkt an ihn ran, hä? Vielleicht? Zeitverschwendung. Siehst du das Ziel? Hey, hey, hey. Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wenn deine Ausdauer niedrig ist, kannst du... Was kann ich denn nicht? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Wirkt das Irdenzeichen mit dem... Um eine magische Falle zu stellen, die jeden verlangsamt, der ihr zu nahe kommt. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Okay, wir haben das jetzt schon gemacht. Jetzt haben wir hier Trainingsbombe. Wird von Hexen beim Training verwendet. Ah, guck mal, wenn wir das hier nutzen, dann verlangsamt sich quasi die die Spielumgebung. Wir haben ein bisschen Zeit. Okay, alles klar, wir haben Trainingsbombe, die werfen wir ebenfalls mit R1. Okay, das war's offenbar, hä? Nee, wir sollen an den markierten Ort. Hä? Und jetzt? Gedrückt halten, dann können wir zielen, wohin wir werfen. Hm? Interessant. So, Freistil-Training. Das Kampftutorial ist jetzt abgeschlossen. Du kannst nach Belieben mit Wesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du links oder rechts Steuerkreuz gedrückt hältst, um das Schwert wegzustecken. Ja, komm, wir haben jetzt. Wir wissen, was wir tun müssen. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Hey, Alter, ich hab das Schwert weggesteckt. Junge. Hat der brutale Agro, Kollege. Ha! Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Habe ich gewartet.
Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Okay, jetzt sind wir in dieser Open World angekommen. Das war jetzt das Tutorial, der Beginn von The Witcher 3 auf der PlayStation 5. Morgen werden wir uns auf jeden Fall das Spiel noch ein bisschen weiter anschauen. Wir machen ein kleines The Witcher Weekend und dann versuche ich mal ein bisschen in das Spiel reinzukommen. Mal schauen, ob mir das dieses Mal gelingt. Denn auf der PlayStation 4 habe ich schon mal angefangen, bin hier richtig durchgestiegen. Und ja, bisher ist der Eindruck sehr gut. Wir gucken mal, was die Open World ergibt, ob wir Yennefer finden, was für ein Albtraum wir hier hatten. Der Albtraum war ja quasi... Irgendwas muss ja passiert sein, vermischt mit dem Tutorial. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Macht's gut, bis dahin und bloß kein Stress.